Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der TrueVerse-Map zusammen mit Markus, Arktik und Leberwurst. Ja, servus Leute. Hallo. Und Entschuldigung für die Lags, falls ihr das jetzt gehört habt auch. Okay. Bei mir das war ist jetzt alles grad, die wunderbar. Begrüßung war komplett für einen Eimer. Aber ich glaube, das ist der TS-Server. Leber, hast du den einen, der in der Mitte draufklickt? Nein, ich habe den ganz vorne draufgelegt. Lass das lieber mich machen. Das gibt wieder Theater mit den Beinen. Was gibt es jetzt eigentlich zu tun noch? Bestimmt irgendwas zu grubbern, da stand eben vorhin grubber rum. Es gehört ein Feld noch angefertigt, glaube ich. Ja, ich bin da gerade dabei beim Mais-Säen. Das macht guten gerade. Ja. Wo muss gegrubbert werden? Gegrubbert? Oh, dann müsstest du einfach mal auf der Karte gucken. Ah, Feld 23, nee, 22 Feld gedroschen, sonst ist überall im Wachstum, also. Okay, also haben wir schon überall. Ich? Also müssen wir warten, bis es aufhört zu regnen. Ich glaube, du kannst mal rumfahren mit einem Streuer und gucken, was alles so gedüngt ist und was nicht. Ich hab das gerade auch noch gemacht. Wieso fliegen jetzt die Ballen da runter? Hä? Ich hab den ja gerade drauf geklappt, ich war jetzt nur kurz auf der Escape-Taste, Karte. Und hab da nur kurz geschaut, ob was für Fälle jetzt fertig sind und nicht. Jetzt ist der eine Ballen schon wieder runter. Den habe ich ja gerade drauf geklappt. Und ich habe meinen Videobeweis halt. Okay. Das kannst du dann auf jeden Fall bei Giants einreichen und dann werden dir die Ballen wieder aufstapeln. Nein, jetzt fahre ich auf den Anhänger wieder an. Das ist ein wahres Fest. Darf ich Brasilien auch machen? Das ist bei Brasilien bei der FIFA auch noch machen. Einreichen und dann auf Wiederholung plädieren oder so irgendwas. 7-0. 7-1. Ah, 7-1. Es war schon ein bisschen bitter. So richtig viel bitte. Na, ganz ehrlich, ein 2-0 oder so hätte auch gereicht. Ja, so richtig. Ja, vor allem gegen den Gastgeber. Also, was boah, jetzt was fahr ich heute zusammen? Ja. So abgeht, ne? Also, das ist ja für die brasilianische Zeitung eine Schande der Nation. Und ganz ehrlich, dadurch haben die jetzt die Latte so hoch gesetzt, dass die eigentlich im Finale gewinnen müssen. Also, alle erwarten das jetzt einfach dadurch ja, schon. Die müssen jetzt genau nochmal so spielen. Ja. Im Prinzip ist 6-0 schon Enttäuschung. Ja, das würde ich jetzt nicht brauchen. Na. So, zeig mit dem Ballenwagen noch einmal. Leer gemacht. Weil die Ballen einfach nicht drauf gehalten haben. Wieder mal. Ja, es war kein Spiel, das war irgendwas, das war Pitchy Google Turnier. Okay. So haben die Bayern Legionäre, halt die, ja, Bayern nicht Legionäre, wie sagt man zu denen, die alt sind, sozusagen, die, ja, die was früher sozusagen bei Bayern gespielt haben? Senioren? Ja, keine Ahnung. Nein, das sind die. Da gibt es einen bestimmten Ausdruck bei Fußballern. Was sagt man dazu? Ja, mit Fußball kenne ich mich nicht aus. Ja, auch nicht. Aber Arktik, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ist ja wurscht, halt die Spieler, die früher bei Bayern gespielt haben, waren bei mir in der Ortschaft, in der Nachbarortschaft und haben sozusagen ein Spiel gegen die Ortschaft gespielt und das war genauso. Auch ein 7-1? Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, war nicht dort, aber angeblich war es nicht sehr schön. Sprich, ordentlich Tor. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist, ich finde so ein Fußballmatch, wo es nur um Tore geht, ist auch wieder scheiße. Und überhaupt, wenn die Abwehr überhaupt nichts kann, was einfach Brasilien gezeigt hat, die Abwehr. Aber ich fand, die ersten 20 Minuten waren gar nicht so schlecht. Also, da war es eigentlich auch spannend. Die ersten 20 Minuten? Ja. Die ersten 20 Minuten waren Katastrophe. Na. Die Abwehr hat nicht mal irgendwie die... Aber, weißt du, da hatte Brasilien, also gerade in den ersten 5 Minuten war Brasilien eigentlich besser, fand ich. Und dann spätestens als das 1-0 gefallen ist, dann war ein bisschen bei Brasilien die Luft raus. Und als dann das 2-0 kam, dann waren sie erstmal, glaube ich, ziemlich geschockt. Und dann haben sie 3-0, 4-0 und 5-0 halt. Das ging dann ja zügig. Ich darf als Fußballspieler nicht geschockt sein. Das ist was nicht. Ja, es sind auch nur Menschen. Nein, sorry. Da muss man auch als Heise gepackt werden von. Also
Das ist die mit, weiß nicht, die spielen jahrelang, okay, wenn das ein, weiß nicht, ein 16-Jährigen, okay, nicht einmal ein 16-Jährigen darf das mehr passieren, wenn das ein 12-Jährigen in der U12 passiert, stehe ich das noch. Aber also wenn das einen Spieler passiert, der, weiß nicht, ja, 10 Jahre lang Fußball spielt, so ungefähr, professionell, die spielen sie alle, die dürfen nicht einmal, also die dürfen nicht einmal heulen, wenn es 2-0 steht, die müssen kämpfen und beißen. Ich fand das Match nicht schön, es war, ja. Ja, es war ein bisschen zu krass. Ich wäre gern Trainer gewesen von den Brasilianern, weil ich hätte ihnen nach, spätestens nach dem 5-0, hätte ich es kurz einmal alle zu mir befördert, hätte gesagt, jetzt springen sie ihnen nur auf die Beine mehr, dass man 5 rote Karten bekommt und dass das Spiel zu Ende ist. Ja, dann wird es 3-0 gewertet und dann ist dann wird es 3-0 gewertet und die Deutschen verlieren hundertprozentig im Finale, weil sie keine funktionierenden Spieler mehr haben. Ja, ist aber eigentlich auch assi. Ja, und vor allem gibt es hinterher bestimmt irgendwelche Sanktionen. Ist nicht gerade so besonders sportlich. Ja, aber sorry. Wegen unsportmännischen. Oder ich schimpfe einfach so, oder ich gehe, oder ich sage ihnen, sie sollen den Schiri schimpfen einfach alle. Dann kriegst du auch rote Karten. Aber einfach nur, dass das Spiel vorher zu Ende ist, weil das ist nicht einmal ein Trainingsspiel gewesen, das war. Ja. Einfach nur eine Niederlage. Das ist. Ich hätte mich ja nicht einmal mehr raustraut eigentlich. Bei 5-0 nach der Halbzeit hätte ich mich eigentlich nicht mehr raustraut als Spieler. Also vor allen Dingen im eigenen Land, das ist bitter. Ja. Wo fast alle Fans halt Brasilianer waren. Ja, da weiß ich nicht, 95% war bestimmt Brasilien-Anteil. Oh. Und ja, das ist halt ein bisschen lächerlich. Und ja. Dann haben sie sich noch lächerlicher gemacht, wo sie weitergespielt haben. Jetzt wenigstens in der zweiten Halbzeit. Ja, aber da haben sie, okay, na, das eine Tor, da war auch irgendwas von Brasilien da. Was, das, was sie geschossen haben, oder was? Ja. Ball, die Deutschen sind nicht mehr mitgelaufen in der 90. Minute. Ja, ja, weil es ihnen wurscht war. Und der Neuer hat hat auch ausgeschaut, so richtig. Der weiß nicht, der hat. Die wollten nett sein. Ja. Keine Ahnung. Nein, der kam so weit raus, das macht er normalerweise so nicht immer, irgendwie. Immer. Der kommt schon weit raus, aber nicht in so einer Situation. Der hat ihn ja wirklich so, der hat ja echt die Hälfte vom Tor freigelassen. Ja, nein, es war auch komplett wurscht, ob das Tor jetzt noch fällt oder nicht. Ja. Aber ich hätte halt, wenn ich so extrem hinten bin, dann muss ich in der zweiten Halbzeit meinen Leuten was zeigen und nicht, dass wieder zwei Tore fallen. Da darf zumindest aber kein zumindest Tor mehr fallen. Haben sie. Und ich muss zwei schießen. Nur zwei. So musst du das ja sehen. Nein, nicht nur zwei, das ist. Ja, wenn du in der ersten Halbzeit 5 reingekriegt hast, sind nur 2 doch schon eine Steigerung irgendwo. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, die deutschen Spieler hatten auch keinen Bock mehr. Die haben sich dann auch gedacht, ja, gleich erstmal feiern. Obwohl, warte mal. Ab in die Eistonne. Ab in die Eistonne, genau. So. Nicht, dass haben wir jetzt noch irgendwo Grasballen? Grasballen? Ich weiß es nicht. Hast du schon unten an der Brauerei eingesammelt, am Fluss? Brauerei am Fluss? Ja, wo Brauerei und Mühle sind. Links davon, auf der Karte. Nein, ich glaube nicht. Am Fuß vom Berg, da habe ich damals auch Gras gemacht. Ist ja auch schon ewig hier. Ja, das sind bestimmt auch schon 20 Folgen. Damals, wo Bruno noch seinen alten PC hatte. Ja. Und ich muss sagen, die FPS sind ein Stück höher. Aber okay, das ist nicht so bombig. Jetzt sind nicht viel geändert haben, das habe ich dir gleich gesagt. Ja, aber in einigen Sachen hat sich doch einiges geändert, genau. Dass ich ungefähr 2,5 mal so viel encoded kriege in derselben Zeit. Ja, das vielleicht schon. So. Das ist angenehm. Wo hast du jetzt gesagt, sind noch welche? Unten am Fluss, direkt bei der Mühle, weißt du? Feld 09 oder was? Das Grasfeld 09. Warte. Ich habe das gerade nicht auf der Karte. Kann die da nicht lesen. Oder 07 auf der Rübenseite beim Bär. Auf der linken Seite von dem Fluss. Da waren zwei Wiesen, noch Ballen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob ihr die schon eingesammelt habt. Nördlich vom Fluss einfach. Da kann ich nördlich vom Fluss, also quasi im Nordwesten der Map. Sogar, ja. Aber ganz unten.
Nee. Weil unten auf der beim Hauptfluss oder bei dem Nebenfluss oben. Beim Hauptfluss Ach und so, okay. aber auf der Da linken muss ich Seite bauen. vom Nebenfluss, die erste Wiese. Halt Da muss Wiese ich 5, kreuzen. oder? Kann sein, ich sehe die Zahlen leider nicht. Sorry. Geh doch einfach auf die BDA. Ist das auf der großen Karte? Kann man das da lesen? Na, auf der großen nicht, aber auf der kleinen. Ja, aber ich bin davon zu weit weg und wenn Also ich okay. rauszoome, dann ja. Wahrscheinlich die 10 da. Links von der Brauerei, oder? Naja, ich bin unterwegs und dorthin schauen wir mal. Lagen die Ballen hier oben vorher auch schon so kreuz und quer? Oder ist das neu? Ja, irgendwie wir warten hier auf den Nico. Ja, Nico kommt ja erst nächste Woche leider. Aber er hat gesagt, er möchte auch die Quaderballen ordentlich stapeln für uns. Gibt's eh nicht mehr. Ach ja, stimmt, weil wir die Presse. Oh, habe ich noch gar nicht von seinem Glück Oh ja, erzählt. das weiß er eh schon. Echt? 100%ig weiß er das schon, ja. Ja, das müsstest du ihm selber schon gesagt haben. Gut. Konnte ich mich selber gerade gar nicht mehr dran erinnern. Hast du beide Wiesen da gemacht oder nur die eine? Ich habe die lange unten am kleinen Fluss lang gemacht und die an der Mündung. Okay, halt beide. Ja. Naja, ich wusste jetzt nicht, welche beiden du meinst. Deshalb, das sind ja noch zwei, drei andere. Ja. Hey, ich wollte doch gar nicht. Naja. Mit was nimmst du gerade auf? Ich nehme gerade mit Afterburner auf. Okay. Und Nein, das nur, dass ich's weiß. nimmt verdammt nice auf, muss ich sagen. Keine Ahnung. Und außer Ich am kenne nur Hof habe ich das. eigentlich überall eine richtig gute Performance. Ja, der Hof weiß ich aber auch schon, warum. Die habt ihr anders gewickelt, die Ballen, sehe ich gerade. Ah nein, das sind keine Heuballen, die habt ihr vergessen zu spadern. Es kann auch sein, dass Kadett, der hat doch diese kleinen Ballen gemacht, weißt du noch? Der wollte doch Nein, unbedingt das sind das. keine Kle Nein, nein, das waren Stroh. Aber ihr Okay. habt da Grasballen und keine Heuballen. Die haben nämlich eine andere Farbe. Na, wahrscheinlich haben wir dann das eine Feld vergessen. Ja, da waren, als ich das letzte Mal dabei war, noch eine Wiese über, die noch nicht geschwadert war. Na, im Endeffekt jetzt Ja. wurscht. Ja, sie schauen halt nur anders aus. Bis darauf, dass es nur weniger sind und anders sehen. Aber macht Ach das so, das später einen wäre ja. Unterschied beim Einfüllen? Ich glaube Ja, nicht, oder? nee. Nein. Vor allem braucht LS ja auch eigentlich kein Heu, sondern Gras reicht ja auch aus. Ja. Das Wenden ist ja nur Makulatur. Na, du kriegst mehr raus, du kriegst mehr raus, Es ist Braten. irgendwie ertragssteigernd. Ja, okay. Oh, gut, und du lagst heute im TS. Wow. Und ich Ist hab's das noch nur bei zwei. mir so oder bei euch Nee, beiden auch doch, so? doch, ich habe ihn auch eben denken gehört, ja. Okay. Ich hab Und noch zwei gleichzeitig hatte ich Strohballen auch irgendwie ein gefunden. Lag im Spiel. Markus. Was? Ich hab noch zwei Strohballen gefunden. Ja, die Strohballen kannst du selber verladen. An Feld 30 habe ich jetzt auch zwei gefunden. Das ist schlecht, ich glaube, die Grasballen rutschen. Halt die Gras, die Heuballen funktionieren, aber die Grasballen nicht. Was mir War gerade das nicht die aufgefallen Strohballen ist, funktionieren nicht wahrscheinlich. und die Grasballen funktionieren? Ne, wir haben. Nein, die Strohballen funktionieren auch nicht. Aber die Heuballen funktionieren, aber die Grasballen funktionieren nicht, glaube ich. Hey, Die warum rutschen machen die nämlich nicht auch. einfach alle gleich? Bis auf die Textur. Ja, keine Ahnung. Ey, hier ist auch noch eine Strohballe. So ein kleiner von Kadett. Wir haben ja noch Ja. gar nicht Ostern. Bis auf Ostern. Ja, der hat die wahrscheinlich überall versteckt als Geschenke. Achso, ja, Oster, Ja. ja. Ach so viel größer sind die Ballen auch nicht. Und was mir aufgefallen ist, wahrscheinlich habe ich oben die Felder jetzt doppelt gedüngt. Ups. Da solltest du mal ein Auge drauf haben. Nicht, dass das Ja. überdüngt wird. Zwei Stück. Aber ich glaube, ich kann mal verraten, es ist auf jeden Fall von der Tour was, jetzt nicht speziell für uns eine neue Version geplant, sondern generell gibt es eine neue Version von der Tour was Map. Ist noch nicht ganz klar, wann die kommt. Eigentlich soll sie noch vorm LS15 kommen, weil danach ist halt irgendwo unlogisch, ne? Da wird sich Danach ist kaum noch einer wertlos. dafür interessieren. Nee, dann wird sie für LS15 portiert. Außer LS15 ist einfach sowas von kacke schlecht, dass LS15 nicht gespielt wird. Was Ah, natürlich ich sein weiß könnte. nicht. Das kann ist so vieles möglich, aber wenn sie das nicht gebacken kriegen, wäre das echt bitter.
Ja, dann ist der letzte LS der Albers auf jeden Fall rausgekommen, wenn der keine halt wenn der schlecht ist. Aber ganz ehrlich, selbst wenn er schlecht wird, die ersten Wochen ist er so oder so wieder auf Platz 1 oder zumindest unter den ersten 5 Spielen so ungefähr. Will ich nicht behaupten. Glaube ich schon. Denke ich aber auch, und dann wenn Mods kommen. Ja, das ist aber auch die Frage, wenn es nicht möglich ist, Maps ganz einfach einzubauen. Ich sag mal, wenn dynamischer Boden kommt, das könnte sehr, sehr schwer sein, eventuell für die Modder das erstmal einzubauen. Weil damit haben die meisten ja noch überhaupt gar keine Erfahrung. Und dann könnte das alles sich ein bisschen ziehen, genau wie dieser Part. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss. Ciao, Leute. Oh, ciao.